einem, okay, geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und jawohl, Leute, heute ist es soweit. Es ist das 400 Abonnenten-Special. Und ja, das ist, ja, sehr, sehr komisch, denn ich hätte es niemals geglaubt, dass ich an einem Tag mal 20 Abonnenten mache. Denn, ja, ihr wisst ja vielleicht, was passiert ist in den letzten Videos. Wer die letzten Videos noch nicht gesehen hat, gerne anschauen. Oben rechts in der Infokarte sind die verlinkt. Ja, und Leute, es ist einfach krass, was passiert ist. Ich hatte nichts geplant für das Abo-Special, aber dann hatte ich jetzt doch eine gute Idee. Und ja, ich will jetzt nicht irgendwas noch sagen von allem möglichen, oh, ihr seid die beste Community und so. Das sind einfach die ganz normalen Floskeln, die jeder YouTuber sagt, wenn er irgendeine bestimmte Abozahl erreicht hat. Deswegen sage ich einfach nur vielen, vielen Dank für genau 200 Abonnenten. Man kennt ihn, nein, für 400 Abonnenten. Echt richtig, richtig nice. Und ja, dann denke ich, fangen wir auch jetzt an mit diesem Video, denn heute habe ich mir nämlich was überlegt. Und zwar in 10 verschiedenen Sprachen möchte ich mal anhören, wie Macht aus dem Schacht sich anhört. Also Macht aus dem Schacht in 10 verschiedenen Sprachen, okay. Und hier haben wir auch gleich mal die erste, Albanisch. Okay, let's go, hören wir uns das doch mal an. Ja, Leute, da hat man auch ordentlich schon rausgehört, wie gescriptet das ist. Also, das hat nie im Leben mal irgendjemand gesagt, sondern es wurde einfach nur zusammengeschnitten aus Wörtern, die mal ein Typ gesagt hat. Und es klingt auf jeden Fall sehr interessant. Xeldo-Stil oder wie auch immer. Also, ja gut. Okay. Ich denke, wir nehmen mal, nein, natürlich nicht die 7, aber wir können doch mal hier Portugiesisch nehmen. Keine Ahnung. Okay, also let's go, Leute. Hören wir uns das doch mal an. Giroeixo. Hier bei diesem Portugiesischen muss man schon sagen, dieses Giroeixo, also es hat sich schon sehr interessant angehört, denn hier steht auch, wie sich das verändert hat in Bezug zu dem Geschriebenen. Weil guck hier, hier steht Giroeixo und die haben das so komisch verbunden, so Giroeixo. Also schon Portugiesisch, schon eine sehr interessante Sprache. Schauen wir einfach mal. Traditionelles Chinesisch. Zhuanzhou. Jolly. Aber wirklich, im Chinesischen, ich finde das immer so faszinierend. Echt, man kann nichts unterscheiden. Für uns Europäer klingt das alles gleich, außer für Leute, die das halt Chinesisch können. Aber Shenzhou, das klingt alles so ganz normal. Schau mal, wie sich das anhört. Das ist bestimmt sehr, sehr interessant. Nepalesisch, da bin ich jetzt mal sehr gespannt drauf. Boah, ist schon irgendwie krass, wie sich das alles so unterscheidet. Saint-Fer-Quentin, oder wie auch immer das gesagt wurde. Ich kann das einfach nicht nachmachen. Also Nepalesisch, auch so die Schrift, das sieht total krass aus. So, was haben wir denn als nächstes? Afrikaans, keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich in manchen Staaten Afrikas gesprochen. Kann ich mir vorstellen. Oder denke ich, mal schauen, wie sich das anhört. Hier hat man mal wirklich wieder bemerkt, wie gescriptet das ist. Drei Dias. Das sind wirklich einfach nur aneinandergereihte Buchstaben, einfach zusammengeschnitten worden, um dieses Wort halt zu ergeben, Macht aus dem Schacht, weil ich glaube, niemand von diesen Sprechern hier, die es da gibt bei Google Übersetzer, auf jeden Fall beste Leute, wird jemals Macht aus dem Schacht gesagt haben, weil bestimmt safe niemand weiß, was das ist. Und außerdem muss ich auch sagen, dieses Drei Dias, das ist auch mal wieder so, dass man sagen kann, es steht dort und genau das wird auch gesprochen. Also ist jetzt nichts anderes, nichts komisch angebunden oder so. Also das ist schon irgendwie krass. Kroatisch, komm, Kroatisch. Kroatisch gönnt doch bestimmt. Kroatisch gönnt doch, hoffentlich. Also Leute, da muss man jetzt echt mal sagen, das war ja gescriptet sein Urgroßvater. Also wirklich. Das hätten sie besser zusammenschneiden können, die guten Leute hier von Google Übersetzer. Okay, Griechisch. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Gyriceiton Axona, man kennt ihn. Schauen wir uns das nochmal an. Das, die 7. Sprache jetzt. Also schauen wir mal an, hören wir mal an, wie sich das anhört. Gyriceiton Axona. Okay, Leute, da muss man wirklich jetzt schon mal sagen, Gyrese Donaxona. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgesprochen wird, aber ja, damit kann ich mich anfreunden. Das klingt auf jeden Fall ordentlich. Also, ich denke, Griechisch ist so bis jetzt mein Favorit. Bengalisch, Leute, Bengalisch.
Uff, Alter, das hat sich angehört wie in einem Horrorfilm. Wie so ein Sprecher in einem Horrorfilm, Leute. Ah, der hat das so richtig so gehaucht. Alter. Boah, das ist schon Gänsehaut. Das ist Gänsehaut gerade gewesen. Dieses Hartguje. Hartguje. Keine Ahnung. Nicht Hart, sondern Hartguje. Dieses Gehauchte. Alter, Leute, ich weiß schon. Ich könnte ASMR-Mensch werden. Wie hört sich das auf Englisch an? Also aussprechen kann ich dann bestimmt schon. Turns the shaft. Okay. Interessant. Schauen wir uns das doch. Hören wir uns das doch jetzt mal an. Genau. Turns the shaft. Okay, Leute, das ist auch typisch, ein typisches Englisch gewesen. Turns the shaft. Also, ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also, ja, lass mal nach England auswandern. Auf jeden Fall. Und ja, also es klingt auf jeden Fall typisch Englisch. Esperanto, man kennt ihn. Okay, keine Ahnung, wo das gesprochen wird. Wenn sich jemand auskennt, gerne in die Kommentare schreiben. Okay, Turnas la Safon, man kennt ihn. Schauen wir uns das doch mal, hören wir uns das doch mal an. Turnas la Safon. Tja, Leute, was soll ich da noch dazu sagen? Das war wieder gescriptet sein Urgroßvater. Turnas la Safon, man kennt ihn. Und ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Sprache ihr am interessantesten fandet. Also was klang am lustigsten oder so. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und nochmal vielen, vielen Dank für die 400 Abonnenten. Richtig nice. Wir sind jetzt schon bei, ich glaube, fast 410, 407, glaube ich, sind wir. Also wirklich vielen, vielen Dank für die ganzen Abonnenten. Echt, ihr seid einfach nur krank. Und ja, dann würde ich jetzt auch an dieser Stelle sagen, denkt an den Stream am Montag. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.